kam was anderes dabei raus. Wo kriegt man denn eigentlich hier Porno-Equip her mit Level 50, wo ich sage, dann kann ich mich wehren, falls jemand kommt oder irgendwie questen? Jo, damit, wenn ein Kollege kommt, an der Xbox von meinem Bruder spielen kann. Ja, ist cool, wäre super. Über den Link, dann supportest du mich ja. Vielen Dank. Wo sind wir denn? Was machen wir denn hier? Sprich mit Braunschuppen, bla bla bla. Schuppenbrut Leonik. Braunschuppenbrut. Pornergriff. Umstand oder sowas. Ja. Was halt der Uschi hier gefällt? Keine Ahnung. Nee, ich meine da Ultra über Legendary Mythic oder ich weiß nicht, wie das im Spiel heißt. Fuck, das 240 Euro, da muss ich erst Geld von Hauen kriegen, bevor ich das bestelle. Ja, natürlich. Viermal ist schon hart, deswegen, wenn dann, hole ich das für PC. Kommt es nicht zeitgleich an einem Tag, an dem auch F1 2014 rauskommt? Ach du Kacke, so viele zeitgleiche Releases. Ja, am meisten tut es mir halt leid für The Crew. Ich zeige euch jetzt zwar am 11.11. direkt, auch wenn es rauskommt, alles, aber am 13.11. ist eh klar, wo die Priorität liegt. Kommen mal zu viele zeitgleich raus. Das kann ich alles gar nicht managen. Deswegen müssen wir doch einige Games überspringen oder später zeigen. Wegen Arcade haben ja auch, sind ja auch drei oder vier Spiele nicht gezeigt worden. Die nicht wirklich geplant waren, aber auch, ja. Irgendwas klicken oder was? Die. Okay, Szene. Aber die es wert gewesen wären zu zeigen, sollte ich jetzt gerade sagen. Satz. Hey, LP Punky Sepp, merci für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show. Und liebe Grüße aus München schicke ich dir, mein Freund. Hey Xalbo, Servus, grüß dich. Da bist du ja. Schau mal, ob der hier. Gilde, Achso, Horror ist da. Genau, sorry, Xalbo ist die ganze Zeit da. Der Horror ist gekommen. Gex, auf was willst du denn GTA 5 zocken? Auf dem Personalcomputer im Januar. Ich versuche es immer auf dem, wenn Games rauskommen, versuche ich es auf dem PC zu zocken, falls es für PC gibt, das am günstigsten ist. Sprich, so kann ich mir das Spiel eigentlich günstig holen, so 30, 35 bei den Keysellern, kann es nochmal für euch holen. Und wenn ich es auf der Konsole mir kaufe, dann kostet es so schon 70. Also versuche ich immer das preisgünstigste zu besorgen. Ich kaufe sie dann eh auch zwei, dreimal. Einmal für mich und dann für euch und auf der Konsole ist es zu teuer einfach. Also einfach zu krass auf der Konsole. Deswegen immer versuche ich das günstigste. So günstig wie es geht halt. Meinst du, ich verstehe nicht, warum Ubisoft das macht? Würden die das übers Jahr verteilen, würden sie da viel mehr Geld machen? Meinst du mit den zeitnahen Release zum Beispiel? Wegen The Crew und Far Cry oder sowas? Ist halt das Weihnachtsgeschäft, glaube ich. Das ist ja das Pre-Weihnachtsgeschäft. Das fängt ja dann an, ist im November. Das können sich ja, glaube ich, nicht gehen lassen. Und im Sommer verkaufen sich die Spiele eh schlecht. Wegen Sommer, klar. Und dann bleibt ja noch Weihnachten. Du Bob-Gags. Ja, ich habe auch nur Hallo gelesen. Ich wollte da kein Hallo verpassen.
Dann sage ich dir halt gar nicht mehr Hallo. Ja, ist der Horror mit uns, gell? Aber es geht schnell, Horror, wenn du jetzt nach 2 Tagen endlich einloggen konntest. Einfach versuchen drin zu bleiben. Ja, ich schätze mal, dass es schon wegen dem Miners-Geschäft ist. Und wenn Herbst, Winter werden, glaube ich, die meisten Sachen verkauft. Und man doch. Nein, nicht wieder. Da man doch zu Hause hockt und chillig spielt, mehr als im Sommer. Bist du hin? Noch da? Deswegen finde ich. Nicht beim Elite landen, Alter. Nicht beim Elite landen hier. Ich habe gerade einen Kristall des Mondlichts bekommen und kann endlich meine Risse weiterbauen. Ach so, die upgraden auf das Level, wo du bist. Hey, welchen Server spielst du? Hier, Eanna spiele ich. E-A-N-N-A. Steht, glaube ich, auch im Titel noch die Rasse dazu. Bist du auch ein Warteschlangenopfer, sage ich jetzt mal, so join und ewig warten? Warteschlange ist der Überboss. Habe ich hier noch im Titel stehen, auch von gestern. Also ist ja echt so. Es wird kein Boss in ArcheAge programmiert, der schlimmer ist als die Warteschlange. Dum, dum, dum. Die Warteschlange. Dum, 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 dum. The Q. Deswegen Q ist ja eh allmächtig, oder? Deswegen ist das so. Ja, sind wir alle, gell? Es klingt jetzt zwar etwas krass, Opfer, aber es ist ja wirklich so. Ist ja wirklich so. Leider. Echt, für PS4? Ist es nicht zu mühselig, das mal neu anzufangen? Aber fängst du dann auf der PS4 an, dann fängst du auf der PC an, also. Ja. Der Plan C ist immer noch. Also ich sag immer Plan C, Plan A ist ja. Ist ja den Charakter spielen. Plan C ist Warten Schlangen Stream Simulator 2014. Und Plan C ist halt der andere Charakter, falls alles schief geht auf dem anderen Server zur Not hier. Das ist dann hier, da. Wartet immer noch, winkt und greift sich sonst wohin. Die Kleine. Das ist Plan C. Und Plan D gibt's eigentlich auch, aber den konnte ich noch nicht bewerkstelligen. Hab ich ja mit Plan C schon schwer getan. Also noch mehr Vögeln, oder? Auf geht's! Scheißegal. Achso, zählt ja gar nicht, scheiße. Ja, ich habe eine Elite geschnappt hier. Zum Glück steigen meine Labor Points wieder. Seit gestern habe ich wieder Patronenstatus. Ich habe ja den Wegbereiter-Titel. Also hier, dieses teuerste Pack da. Und hab 3 Tage kein Patron gehabt. Ich war ohne Patron unterwegs. The fuck, hey. Slow Motion Gags, reicht mir mal ein Duplo durch den Bildschirm. Danke. Sofort, mache ich gerne. Hier, da ist Duplo. Bitteschön, hier, bedien dich einfach, nimm. Duplo für jeden. Oder Killer Reel. Also. Schmeckt lecker. Also, ist nur Zufall valid. Also, momentan ist nicht mehr Zufall, aber die ersten paar Tage im Stream habe ich die einfach vergessen auf dem Tisch. Und jetzt gehören sie halt zum Stream einfach dazu. Mother Flower, ey, diese Vögel. Machen mich nieder. Jetzt hat.
Hey Captain Woodix, servus, grüß und hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, mein Freund? Also, dieses... So, müsste reichen, oder? Dann haben wir noch... Zwei. Besiege... Naga. Ach, die Naga schon wieder? Ach nee, die vieren doch... Ach, die vieren und versteinern einen. Die machen ja jeden Scheiß mit einem. Mach doch nicht. Du drehst dich um, Baby, dann bist du in der richtigen Richtung. Was? Scheiß 4K TV 75 Zoll kostet 3000 Euro. Mir geht's gut, konnte selbst noch kein Arcade spielen. Oh, das heißt, du gehörst auch zu den Warteschlangenopfern, wie ich immer so ganz lieb sag. Oder hast du noch gar keine Zeit gehabt? Level 28? Na cool, merci fürs Heal. Grüß dich. Ja, Heal ist immer gut. Vielen Dank. Wow, dann der überreden oder was? Fürs Wohnzimmer und Schlafzimmer holen, da bekomme ich mein Bruder eigentlich auch einen. Das ist nice. Kommt auf die Tageszeit an, okay? Wie lange musst du ungefähr immer warten auf Jana zum Reinkommen? Hast ja Stammspieler mitgeschafft. Heute habe ich, glaube ich, 4 Stunden gewartet. Ich habe aber erst spät connected. Ich habe ein bisschen umgebaut hier mit meinem Equipment. Ich habe erst, also ich habe von 11 bis 3 Uhr gewartet, habe aber von 11 bis 3 halt dann was anderes gespielt hier. Habe noch einen zweiten hier PC angeschlossen und habe dann da das Bild gecaptured und falls hier abstürzt, hier Anna, kann ich noch woanders spielen. Damit wir nicht mehr Warteschlangen-Simulator 2014 bis 2017 haben. Unterschiedlich. Wenn du, sagen wir mal, wenn du in der Früh einloggst, je früher du einloggst, desto besser ist es. Aber heute musste ich selbst, also ich war, wenn du kein, um 11 Uhr, als ich eingeloggt habe, Free-to-Player waren auf 3000 und ich bin auf 1000 hoch, als Patron Uschi da. Also ob 2000 übersprungen oder so. Aber dennoch hat es 3-4 Stunden gedauert. Großeinkauf, ja, das wäre krass. Aber es ist halt sehr komisch. Es kann sein, wenn etwas 1000 Euro kostet, dass ich 50 Cent kriege. Und wenn etwas 10 Euro kostet, kann ich auch schon 70 Cent kriegen. Also, es kommt immer darauf an, dann schätze mal, wie die Verträge so sind hier. Weiß nicht, wie das da genau abläuft. Captain Woodix. Okay. Ich muss als Free-to-Play-Spieler um 10 nur eine halbe Stunde warten. Aber auf den neuen Servern. Auf Medisaria oder so. Muss wieder was machen. Alles klar, Jack. Bis gleich. Schauen hier.